Moin Freunde der Nacht, willkommen zu etwas völlig anderem. Ich dachte, ich passe einfach mal die Qualität der Spiele an meinen Kanal an. Wir spielen Daikatana. Für jemanden, dem das nicht sagt, es ist ungefähr sowas wie No Man's Sky, nur damals. Ich habe einen Fanpatch drauf, der einem die Sidekicks deaktivieren lässt. Aber die Sidekick-AI und so Zeug wurde anscheinend stark verbessert. Ich habe es schon mal durchgespielt mit Sidekicks. Es ist durchaus machbar. Also spielen wir auch damit in Samurai. Und das ist jetzt das vierte Mal, dass ich das Video starte. Vielleicht wird jetzt das Intro abgespielt. Samurai! Irgendeine andere Musik, die jetzt läuft? Vorher kam die ganze Zeit Abspannmusik. Ist auf jeden Fall die richtige... Sollte die richtige Musik sein. Warten wir es mal ab. Ich habe das Gefühl, das läuft nicht. Na gut, machen wir es einfach mit Versuch 5 weiter. Oder so, ja. Dann drücke ich auf Pause, auf Aufnahme abbrechen und wieder an. Es startet. Na gut. Wir haben ja noch viel Zeit. Dramatische Musik und irgendein Kerl mit unglaublich blockender Grafik. Pardon the interruption, Miyamoto-san. There is a visitor waiting outside. Refuses to identify himself. Will only speak to the proprietor of the school. Also, Tanaka-san left a message earlier complaining about the injuries to his son. I should have stayed in bed. Let me guess, Miho. It's my landlord at the door, right? Like I said, the visitor would not give his name. Did Mishima-san send you? Tell him I'll have his money by... I can assure you that I am not here on Mishima's behalf. My name is Toshiro Ebihara. You want to learn to sword fight? Great. You're a bit older than my usual clientele, but it's never too late to. No. No, please. You misunderstand. Look, if you're asking for some donation... Perhaps... If you would allow me to explain, Miyamoto-san, you need only spare me a few moments. Go on. Not here. They may be watching. They? They who? Come. Let's take a stroll. I promise you it will be worth your time. Also ich kann euch versprechen, es wird die Zeit nicht wert sein. The Shogunate Mishima ruled over our people with an iron fist and a bloody sword. The only opposition came from the Ebihara clan, a group of warriors dedicated to overthrowing the brutal regime. For years, the Mishimas tried to rid themselves of the Ebihara without success. After years of frustration, the ruthless leader of the Mishimas came up with a plan. Disguising his true intent, Osaka Mishima hired a legendary swordmaster to create the ultimate weapon, the Daikatana. This legendary master was Usagi Miyamoto, your ancestor. Renowned for his warrior skills, his love of swordplay led him to become an expert swordsmith as well. It was not until the blade was completed that Usagi realized Osaka's malevolent nature. Through the power of the sword, he was able to foresee the fate that awaited mankind should Mishima ever take control of the Daikatana. Usagi refused to hand the powerful weapon over to the Mishimas. Instead, he offered it to the Shogunate's nemesis, Inshiro Ebihara, but only on the condition that it be returned to him after the evil Mishimas had been vanquished. In an epic battle atop Mount Fujiya, Inshiro used the awesome might of the Daikatana to decimate Mishima's legions.
thousands died on that battlefield. But Mishima was finally overthrown. Convinced that the Mystic Sword was too powerful to be wielded by mere mortals, Usagi threw the Daikatana into the heart of the raging volcano. So you want me to create another Daikatana? No, that's not necessary. I am one of Inshiro's direct descendants. Hard as it may be for you to believe, I was once a very wealthy man with the vast resources at my disposal. I funded an expedition to uncover the long-lost Daikatana. Powers of the dormant volcano. Let's assume for a second that I believe any of this. What's the big deal? The Daikatana is still just a sword like any other, right? Wrong. Legend has it that the Daikatana contains many secrets. Even the ability to warp time and space. You see, the fabric of time is a delicate thing. Usagi bestowed the sword with certain time-wandering capabilities, which have been used to alter our own perceptions of reality. Right. The man you know as Kagi Mishima, descendant of the evil Osaka, found out about the discovery of the Daikatana before I even had a chance to examine the ancient artifact. He stole the sword and then used its magical powers to go back in time and change history. This world, its surroundings, they appear to be. Things are not as they should be, as they were destined to be. As you may know, the mutagenic Marburg pox filovirus, more commonly known as MMP, first cropped up at the tail end of the millennium. Kagi claims that the Mishima family came up with a cure for the MMP virus back in the year 2030. Those claims are false. The truth is that the original creator of a vaccine was Dr. Tatsuo Ibihara, another of my ancestors. With the Daikatana in his possession, Kagi was able to travel back through time and steal the cure from Tatsuo, making it his own. I take it that that's how Kage accumulated the funds to finance his vast empire. That's right. Of course, Mishima only gives out the cure to those he desires to have it. I'm sorry, but I don't see what you need from me. It's about my daughter. Her daughter? From the moment of her birth, I trained my daughter Mikiko how to wield the Daikatana in case it were ever discovered. Several weeks ago, she followed Kagi in an attempt to retrieve the stolen sword. I have not heard from her since. I fear she is being held captive by Mishima at his fortress. So you want me to rescue her? Is that it? Yes. And then together, you must find the Daikatana so that history can be changed back to the way it was. Neat story, Toshiro. But I'm not quite sure I'd buy it. Even if I did, I'm just a guy teaching kids how to fight with a sword. No! You are the descendant of Usagi Miyamoto! Embrace your heritage and... Who the... Also man sieht schon, der Plot ist jenseits von Gut und Böse. There is nothing you can do for me, Hero, but find my daughter and the Daikatana. I can't just... Say nothing. When the death collectors come to get my body, steal away inside the coffin. It will get you inside Mishima's fortress. The rest is up to you. You are the bloodline hero. I know you will do the right thing. Thank you.
So, wenn ihr jetzt denkt, dass das Video war, habt ihr euch geschnitten. Das dauert noch länger. Ja, die Todeskollektoren. Nun gut. Es geht also weiter. Man wird hier Richtung Mishima Fortress geschleppt. Also so, dass die Story unglaublich dumm ist, sollte nachvollziehbar sein bis jetzt. Fakt ist, es gibt irgendwie so eine riesen Ultra Corporation. Ja. Ja. Auf jeden Fall gibt es eine Corporation, die alles beherrscht in dieser Welt und nun ja, man geht wohl davon aus, dass er durch Zeitreisen dazu diesem Gott in dieser Stadt geworden ist oder auf dieser Welt. Naja, schauen wir doch einfach mal. Übrigens, es war es immer noch nicht, was Zwischensequenzen angeht und ich muss in so ungefähr 5 Minuten weiter. Was soll denn das jetzt? Jedes Mal können die nicht einfach wieder starten. So, ich kann jetzt nicht ein... Ich glaube, ich muss wirklich wieder auf Fraps umsteigen. So, dann beende ich kurz die Aufnahme und starte sie gleich nochmal neu. Aha. So, wir kommen zurück. How many we lose? Only 4 this time. Looks like my rock holding out. Too bad for you. Damn. So, ich meine, es fängt ja schon damit an, dass der Held den Namen Hiro hat. Aber gut. So, jetzt denkt man sich also, John Romero erstmal erfüllt. Oh, das funktioniert also nicht mehr so. Safe Game. Ich würde das gerne Save Episode 1 The Marsh, ja, von mir aus. Hallo? Ah, hier, Safe Game. So. Nein. Das, ja gut. Resume. Nun, wie dem auch sei. Hier sind diese ersten Viecher. Also. Ich hab. Doch, hier habe ich das. Iron Blast, immerhin. So. So, man möchte sich jetzt so mal denken, okay, John Romero hat mit Doom Super Level geschaffen und alles. Und das erste, was man in Daikatana sieht, ist das hier. Absoluter Gramm. Übrigens bin ich ein bisschen verwirrt, ich habe auf 60 Bilder eingestellt, ich habe aber nur 30 im... naja. Gehen wir auf jeden Fall mal durch. Man bewegt sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit durch unglaublich hässliche Level. Ich habe jetzt sowieso nur noch 5 Minuten, bevor ich das abbrechen muss. Und dann schauen wir mal durch. Die ersten Gegner, die wir hier haben, sind auch... Roboter, oder? Roboter, Frösche, Roboter, irgendwas. Hier. Danke. Also mit der Framerate muss ich auch schon, vielleicht muss ich doch wieder den Afterburner nehmen. Das Spiel stürzt aber wirklich häufig ab. Ich renne jetzt hier auch rum, weil es... Kann man Tab drücken? Ja. 3 Secrets und noch 10 Monster in diesem Abschnitt. Schauen wir doch einfach mal, was kommt. Was steht hier? Dangerous irgendwas. Da kann man nicht durch. Das Spiel ist so unglaublich schlecht. Zumindest die erste und die vierte Episode. Der Rest geht eigentlich. Dann schauen wir mal hier hin. Ja. Das sollte... Ich gehe davon aus, dass es irgendwie so eine Anleihe an Blade Runner ist. Dass man... Ich glaube, hier geht's weiter. Nee. Ah ja. Wie wird man geheilt? Indem man, ne, Früchte isst. Ja. Ich glaube, das mit den Robotertieren soll ein bisschen Anleihen an Blade Runner sein, wo echte Tiere auch nicht mehr existiert haben. Aber ja. Also, die Logik dahinter existiert nicht. Ich hoffe, dass... Hallo? Ich würde gerne schwimmen, aber ich bin mir nicht sicher, wie das geht. Ich gehe nach unten. Shift, Zebra Crouch, oder ja? Hallo? You found a secret, thank you. Attack bedeutet, wenn ihr links am Bildschirm seht ihr jetzt Attack auf 5. Das sind die Rollenspielelemente. Hat man mehr Gegner getötet, dann bekommt man sowas wie Level-Ups. Hier ist es falsch, dann müssen wir wieder in die Richtung zurück. Ah.
schießt denn noch bitte auf mich? Ich höre was rumlaufen, aber ich sehe es nicht. Ah, da ist einer. Also die Logik dieses Spiels. Nun gut. Ja, weiter, hier gibt's nichts. Da hinten, glaube ich, kann man aber noch gucken. Ja, in den Wasserfall hinein. Ja, sieht doch gut aus. So, Found a Secret. Chromatic Armor. Gut. Weiter, glaube ich, geht's hier rein. Ja. Übrigens auch, um die Qualität der Waffen zu demonstrieren. Ich schieße jetzt an die Wand, schau mal genau hin, wo das Projektil umfliegt. Und das passiert, wenn man direkt vor der Wand steht. Wer hat sich solche Waffen ausgedacht? Okay. Es lädt, das heißt hoffentlich, es passt. Das Schlimme ist, durch den Patch werden die Ladezeiten besser. Das könnt ihr euch dann vorstellen, wie es vorher war. Na? So, dann muss ich wieder die Aufnahme beenden und starten. Ich sehe schon, das wird ein unglaublicher Graus mit diesem Spiel. Schauen wir mal kurz durch. Was haben wir hier noch? Okay. Oh oh. Hat ja super angefangen. Kann man da wenigstens noch... Das habe ich... Da würde ich jetzt sehr gerne hin, ich weiß aber nicht mehr wie. Naja. Beende ich mal die Aufnahme und schauen wir das an. Wir sehen uns dann im nächsten Teil, Video, wie auch immer. Das wird wohl hier ein bisschen anders ablaufen. Bis dann, Leute. Bis dann.